Wir schicken die beiden Fregatten. So, dann dementsprechend müsste jetzt gleich noch das nächste Kriegsschiff hier kommen. Na, wo ist es? Da ist es. So, Kriegsschiffe gehen alles darunter. Alle Mann darunter. So, wir müssen uns jetzt schon mal ein bisschen nach Calais vormachen. Dann die Flotte rauslocken. Ahoi! So, die beiden Fregatten, die locken sollen, schicke ich auf die 2. Das Zerstörungsschiff auf die 3. Alle Mann an Deck, senkt die Landratten. Die restliche Flotte auf die 1. Das sind jetzt 3 Galeeren und 3 Kriegsschiffe. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Alle Mann an Deck. Aber darum geht's ja in der Mission. Alle Mann an Deck. Also, stopp. Alle Mann an Deck. Ahoi. Ihr macht euch euren Weg erst einmal zur französischen Küste. Auch das Zerstörungsschiff macht sich seinen Weg mit. Versenkt die Landratten. So weit dürfen wir ja gar nicht vordringen. Das darf man ja nicht vergessen. Der Kanal scheint recht stürmisch. Ob uns jemand etwas damit sagen will. Jetzt weiß ich, was mit stürmisch gemeint ist. Da taucht einfach so ein Hurrikan auf. Versenkt die Landratten. Na, meine Herren. Ich hab das vorhin so abgewälzt. Ahoi. Okay. Alle Segel setzen. Jetzt kommt das Lokmanöver. Ahoi. Du machst dich versenkt vor. Die Landratten. Ahoi. Alle Segel setzen. Ahoi. Ihr noch ein Stück vorrücken. Alle Mann an Deck. Ahoi, Captain. Alle Mann an Deck. Wo sind die beiden Fregatten? Segel. Los, los, los. Lock die Flotte raus. Da alle sind sie. Segel setzen. Und Rückzug. Wir werden angegriffen. Sie sollen bloß versuchen, hinterher zu kommen. Alle Segel setzen. Alle Mann an Deck. Ahoi. Das war sicher nicht versenkt die ganze Flotte. Die das glaube ich auch nicht. Aber versenkt die Landratten. Jetzt gilt's. Alle Mann an Deck. Versenkt nach vorne. Alle Segel setzen. Wir werden angegriffen. Das Kriegsschiff. Ahoi. So, los, los, los. Genau, dran vorbei an der Flotte. Im Eiltempo. Wo ist das Zerstörungsschiff? Da drüben. Das Zerstörungsschiff wird blockiert. Wir werden angegriffen. Das soll uns aber nicht stören. Oh, das Zerstörungsschiff ist jetzt das letzte in der Reihe. Wir werden angegriffen. Los, Attacke. Das Zerstörungsschiff. Bitte zur Information, das Zerstörungsschiff. Wir haben versenkt. Das Flaggschiff versenkt. Die französische Marine steht vor der Vernichtung. Ahoi. Die Fregatten haben ordentlich was mitgenommen. An Flotte. Alle Mann an Deck. Aber das wird natürlich nicht reichen. Wir werden angegriffen. Los, los, los. Okay, nächstes Kriegsschiff. Wir haben 4 Kriegsschiffe übrig. Jetzt gilt es. Die Fregatten sind auch mittlerweile weg. Also hinterher. Alles, was jetzt gegnerisches Kriegsschiff ist, weg. Hier. Wir werden angegriffen. In der Hoffnung, dass irgendwie es noch läuft. Werde ich hier mal noch ein Kriegsschiff absetzen. Alle Mann an Deck. Hier wird noch gefeuert. Kommt, alles raus. Was noch möglich ist. Das sind nur Fregatten, das dürfte ja gehen. Die sind nur hinterhergekommen, die Fregatten. Dann macht das Kriegsschiff gleich mal kaputt. Das bringt doch jetzt nichts in die Galeere noch. Ewig zu attackieren. Los, los, los. Ah, da ist ein Kriegsschiff von uns weg. Das ist weg, jetzt die Galeere. Drei Kriegsschiffe von uns übrig.
Versenkt die Landratten. Da kommt's nächste Krieg oder da sind die nächsten zwei Kandidaten. Wo ist das andere Kriegsschiff? Wo ist es? Los. Zack. Die Fregatte hier hinten. Ja, jetzt ist natürlich die Fregatte hier vorne gefragt, aber naja, gut. Wie sieht's hier aus? Und weiter geht's. So, hier. Die Fregatte weg. Die Fregatte weg. Jetzt geht's los hier. Nächster Kandidat. So, los mit euch zurück zum Hafen. Ein Hafen haben wir noch. Die Galeere weg. Jetzt nur noch die eine Fregatte. Dann dürften wir es haben. Na los, komm. Ja. Wir haben erstmal Ruhe. Erstmal Ruhe heißt Zwischensequenz. Die feindliche Flotte ist besiegt. Welch ruhmreicher Sieg für England. Jahre nach dem englischen Sieg bei Sluis sollte eine Invasion Frankreichs unter dem Schwarzen Prinzen beginnen. Wir sind in Frankreich gelandet. Jetzt heißt es marschieren. Wir erobern die nahe Stadt Caen und verschiffen ihre geplünderten Ressourcen zurück nach England. So, Jahre danach. Das Szenario wechselt, unsere Kriegsschiffe sind weg. Wir sind jetzt hier. Okay, speichern wir ab. Und legen mal los. Zerstören Sie die vier Häuser im Zentrum von Caen. Edward, der Schwarze Prinz, muss überleben. Das ist Edward, der Schwarze Prinz. Wir haben diverse Transporter, die nicht unsere sind. Und wir haben eine Armee. Und wir müssen hier runter. Na okay, also los marschieren. Mit ganzem Herzen. Auf geht's. Ich werde mal die Trebuchets auf die 4 legen. Die Bögen auf die 3. Ja, Milord. Schwerter auf die 2, Piken auf die 1. Ja, Milord. Für den Thron. Schwarzen Prinz weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Aber wir rücken weiter vor. Mit ganzem Herzen. Hier sind jetzt Felder. Die werde ich jetzt mal gekonnt in Ruhe lassen. Da kommen Gegner. Und da sind Türme. Wir werden angegriffen. Ne, es sind keine Türme. Es ist ein Tor. Was wird denn das hier? Mit ganzem Herzen. Wo ist jetzt eigentlich der Schwarze Prinz? Der Tod? Mit dem Getümmel? Ja, yippie! Ich würde mal den Schwarzen Prinz bitte gern rausschicken. Denn der hat jetzt ordentlich kassiert an Schaden. Bitte mal die Bogenschützen und die Schwertkämpfer erwischen. Den Heiden. Sag mal, ihr kriegt's nicht auf die Reihe. Die Schwertkämpfer mal auseinanderzunehmen. Und darunter auch die Balliste nicht. Los geht's, hier. Die Balliste ist euer. Die Schwertkämpfer sind eure. Nehmt sie doch mal auseinander. Ja, sehr gut. Auf was schießt ihr auf den weglaufenden Schwertkämpfer? Der interessiert uns jetzt weniger. Okay, Tor ist offen. Da hinten sehe ich noch Türme. Stopp. Autosave, gut. Stehen bleiben. Türme. Wie stehen die Türme? Am besten gar nicht. Hier sind noch Bögen. Bitte mal hinrennen.
Gebot den Heiden. Gleich die Bogenschützen auseinandernehmen. Wenn schon, denn schon. Mein König? Wahrscheinlich müssen wir die Dorfbewohner auseinandernehmen. Aber gerne mal bitte hier hinten stehen bleiben. Wahrscheinlich müssen wir uns eine Fläche schaffen. Zum Wegräumen. Und da hinten wird auch noch ein Turm sein. Ich weiß nur noch nicht ganz, wie ich rankommen werde. So, Drehbuch ist nach vorne. Ja, so blöd wie es klingt. Ich weiß, dass da noch Schwertkämpfer irgendwo in der Nähe sind. Da ist noch ein Turm, bitte. Feuer. Ja, ist noch eine Mauer im Weg. Ist nicht schlimm. Jetzt erreichen sie den Turm. Erst die Türme auseinandernehmen. Ich will nicht von Türmen hier völlig auseinandergerupft werden. Da habe ich nicht so die Lust drauf. Sehr schön, sehr schön. Nochmal, noch eine Salve kommt. So, Turm Nummer 2 bitte. Und das im Eiltempo. Fahrt man nicht ganz so weit vor. Ihr habt doch die Reichweite. Der Turm hat 5 Reichweite, ihr habt 8, also bitte. So, der eine Bogenschütze hat das Feld mittlerweile weg. So, das Zentrum haben wir gleich erreicht. Das sind 4 Gebäude. Ich weiß nur noch nicht, wie viele Türme hier auf uns warten. Das ist mir noch ein bisschen schleierhaft. Jawohl. Noch eine Salve, dann sind die Türme weg. In der Zeit schicke ich mal euch rein. Falls hier noch irgendwelche Überraschungen auf uns warten. Ich hoffe ja nicht. Für Albion. Ich hoffe ja, dass wir die Masse an Gegnern jetzt besiegt haben. Tod den Heiden. Dem scheint auch erst einmal so. Wir rücken mal noch ein Stück vor. Tod den Heiden. Für Albion. Sieht gut. Na. Moment mal. Ich wusste doch, da wartet noch was auf uns. Eieiei, da wartet einiges auf uns. Nehmt die Schwerter auseinander. Lass die Trebuchs mal vorrücken. Oh nein. Der schwarze Prinz ist kurz vorm Fallen. Der soll die mal rauslocken. Der soll die mal schön rauslocken. Und sich unterdessen ein bisschen heilen, während die Bogenschützen da agieren. Erstens werden die Bogenschützen da agieren und zweit. Wir können die Steine dieser Ruine verwerten. Ja, wie denn aber verwerten, wenn wir gerade noch angegriffen werden und gerade ein Trebuchet verloren haben? Wie soll das funktionieren? Und dieser eine Schwertkämpfer nimmt da gerade die Bögen auseinander. Mein König, jetzt rennt er ja wenigstens wieder hinterher. Achso, wir haben keine Bogenschützen mehr. Für St. Georg. Ach Mann, ey. Mein Leser. So, dann renn mal raus. Renn einfach mal raus. Mit deinen 28 HP. Für St. Georg. Renn mal ein ganzes Stück weg. Für Albion. Dass die Drehbuch jetzt hier in aller Ruhe diese 4 Gebäude auseinandernehmen können. Mein Lehnsherr. Und dass du dich ein bisschen heilen kannst, Mensch. Das ist ja schlimm. Das ist ja wirklich irre, was du abkassierst hast hier. Für Schaden. Für Albion. Jetzt laufen wir natürlich in so eine dunkle Zone, wo wir nicht wissen, wo es lang geht. Mein König. Für Albion. Deswegen hoffe ich ja inständig, dass die jetzt irgendwo stehen bleiben. Weil sie die Verfolgung nicht aufnehmen können. Da kommt was Grünes. Für Albion. Mein Lehnsherr. Für St. Georg. Sag nicht, dass wir mit den paar Hanseln jetzt hier noch die nächste Stadt auseinandernehmen sollen. Für Albion. Das fände ich jetzt nicht für so dolle. Halt, halt das andere Gebäude bitte noch. Das andere Gebäude. Mein Lehnsherr. So, der für rennt St. uns hinterher. Für Albion. Der greift an.
mein König. Ah, und die anderen sind natürlich jetzt auch wieder da. Sehr schön. La la la, la la la. Wir rennen mal weg. Arbeiter aus England sind eingetroffen. Sammeln wir Steine in dem Geröll. Wenn wir genug haben, schicken wir sie nach England. Ja, zwecks der Cutscene würde ich mal ganz kurz abbrechen, weil hier... Was ist denn hier los? Mein König. Ja, ich glaube, das war's für den Schwarzen. Nein, war's nicht. Für Albion. Ich habe keine Infanterie mehr. Auch selbst wenn da Arbeiter eingetroffen sind, hier steht noch ein Ritter. Achso, die Gebäude sind unsere. Mein König. Sehe ich das gerade richtig? Die Gebäude und der ganze Spaß sind unsere. Bitte, bitte, schnell. Wir werden angegriffen. Wo ist er? Nein, nein, nein. Lauf, lauf, lauf. Lauf zum Krankenhaus. Was haben wir denn noch hier? Haben wir noch irgendwas? Wir können nur Bogenschützen ausbilden, ehrlich. Ah, verdammt. Nein, wir können noch mehr. Bitte, bitte, lauf. Mein König. Okay, wir haben gerade eine ganze Armee hinten dran hängen. Für St. Georg. Eine ganze gottverdammte Armee. Ah, Mann. Für St. Georg. Für Albion. Vielleicht, wenn der schwarze Ritter jetzt hier durchs Tor geht, geht das Tor zumindest... Nein, der reine Ritter kommt ja noch durch. Für Albion. Das finde ich jetzt nicht so dolle. Ja, Milord. Mein König. Für St. Georg. Ja, toll. Wie viel HP hat der? 400. Mein Lehnsherr. Für Albion. Mein und König. Viel mehr Angriff. Für St. Georg. Da ist noch Eisen und Gold. Für schön. Albion. Das ist ja mal nett zu wissen, aber für wie komme ich jetzt hier raus aus der Nummer? Hilfe. Für Albion. Für St. Georg. Ich möchte nicht, dass er fällt wegen einem blöden Ritter, der uns da noch für angreift. Albion. Für St. Georg. So, jetzt ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Yippie. Also greif an, komm. Wir werden angegriffen. Machen kaputt. Machen irgendwie kaputt, komm. Mein Lehnsherr. Er hat's überlebt. Er soll mal dort bleiben. So, in der Zeit. In der Zeit sammle ich mir mal hier so diverserlei. Ritter, die vielleicht hier mal diese berittenen Bogenschützen auseinandernehmen können. Habe ich das gerade richtig gesehen? Da gehen auch diverse Leute außenrum. Ach, also jetzt im Schnellverfahren hier zum anderen Krankenhaus, bitte. Für Albion. Ein gepanzerter Soldat. Was hat denn der für eine Panzerung, bitte? Eieieiei, Mann. Bitte noch einen. Bitte so schnell wie möglich. Wenigstens ein paar Ritter. Mein Lehnsherr. So, dem schwarzen Prinzen sind bis jetzt noch nicht Gegner entgegengekommen. Für St. Georg. Wahrscheinlich, weil hier ein Wald im Weg ist. Was jetzt sehr hilfreich ist gerade. Ja, die soll mal in dem Krankenhaus weiter rummäkeln und mehren. Wir müssen uns jetzt hier die Basis aufbauen, aber dazu müssen wir die ganzen Gegner erstmal wegkriegen. Und das geht jetzt natürlich nicht ganz so einfach. Mit meiner Ehre. Wenn hier diverse berittene Bogenschützen noch rumrennen. Für den Thron. Also bitte, nehmt die Herren auseinander. Mit meiner Ehre. Kandidat Nummer 1. Da fällt schon unser erster Ritter. Boah, Mann. Und der gepanzerte Soldat. Auch weg. Auch weg. Jetzt können wir zumindest das Krankenhaus wieder betreten. Okay, zwei Ritter sind dabei übrig geblieben bei der Aktion. Dritten haben wir noch. Für den Thron. Das wird natürlich jetzt nicht reichen fürs Erste. Mein König. Für deswegen werde ich den schwarzen Prinz mal mitschicken. Wir gucken jetzt mal in den Questlog. Jetzt haben wir mal den Moment. Sammeln Sie mit den Bürgern, die von England geschickt wurden, 150 Steine aus den Trümmern Caens, die dann nach England geschifft werden können. Ja.
Ich brauche aber mal noch ein bisschen mehr. Mein König? Als nur die 300 Steine.